Veränderung bedeutet Leben. Und in der Zukunftswerkstatt geht es immer wieder um ein Mehr an Lebendigkeit. In den vergangenen 6 Jahren habe ich die Zukunftswerkstatt geleitet und kontinuierlich sind wir größer geworden. Aber nicht nur die Zukunftswerkstatt, sondern auch mein Aufgabenbereich. Und es war das notwendig, dass es bestimmte Veränderungen gibt. Und es ist sehr erfreulich, dass ein weiterer Jesuit hier nach Frankfurt kommt und eben die Leitung der Zukunftswerkstatt übernehmen wird. Ich selbst bleibe hier in St. Georgen, werde aber mit eben anderen Aufgabenschwerpunkten hier in St. Georgen arbeiten, aber sicherlich auch den ein oder anderen Kurs auch weiterhin in der Zukunftswerkstatt begleiten. Heute habe ich die Freude, euch den neuen Jesuiten vorzustellen, nämlich Sebastian Ordner, der aus Österreich stammt. Und er wird eben ab September die Zukunftswerkstatt leiten. Wer er ist, was ihn bewegt, das wird er euch gleich selber erzählen. Ja, wie Clemens eben gesagt hat, werde ich die Leitung der Zukunftswerkstatt übernehmen. Das heißt, ich werde die Permanence begleiten, ich werde die Kurse mitgestalten. Wir werden im Team gemeinsam schauen, wie wir unsere Formate bestmöglich anbieten können, damit die jungen Menschen, die zu uns kommen, ihrer Berufung nachspüren können, ihren Glauben vertiefen können. Und auf das alles freue ich mich schon sehr, da ein Puzzleteil sein zu dürfen von diesem ganzen Team, mitzuwirken und mich bestmöglich zu engagieren. Ich finde es gut, dass es einen Ort wie die Zukunftswerkstatt gibt, weil es da Leute gibt, die einen an der Hand nehmen und einen ein Stück weit führen auf dem Weg der eigenen Berufungssuche. Ich habe bei mir persönlich gemerkt, dass es mir geholfen hat, als ich nicht so genau wusste, wohin mein Weg geht, dass es Menschen mit Erfahrung gibt, an die ich mich wenden kann, zu denen ich kommen kann mit meinen Fragen und die mir helfen, mehr Klarheit zu gewinnen für meinen Berufungsweg. Zum Ende dieses kleinen Videos wollten wir unbedingt beide noch ins Bild, aber wir haben nur ein Mikro und deshalb machen wir das jetzt so. Ja, ich freue mich total, dass Sebastian in unser Team kommt, es verstärken wird und wir so vielen jungen Menschen einen Ort anbieten können, wo sie gemeinsam mit uns nach Gott suchen können und nach ihrer Berufung. Genau, und um das gemeinsam zu machen, darauf freue ich mich schon sehr, dass wir Teamwork machen und gemeinsam zusammenarbeiten und versuchen, unsere Talente und Charismen einzubringen, dass wir auf gute Weise für diese jungen Menschen hier sein können. Veränderung bedeutet Leben. Herzlich willkommen, seid neugierig, schaut euch den Sebastian, lernt den Sebastian kennen und auch, wie es hier jetzt weitergegangen ist in der Zukunftswerkstatt. Wir freuen uns auf euch.